mit dem Fahrrad durch Teheran. Es ist die Ausnahme und eine echte Herausforderung, vor allem für die Gesundheit. Denn die Abgase, die man hier einatmet, sind teilweise 8-mal so hoch wie die von der WHO empfohlenen Höchstwerte. Regelmäßig versinkt Teheran im Smog. Elnos Nazari möchte daran etwas ändern. Die 37-Jährige hat im Ausland studiert, führt nun ein Café in Teheran und ist seit kurzem Teil des Green Clubs. Eine Gruppe junger Menschen, die ihre Stadt grüner machen wollen. Im Iran eine Randbewegung. Die Menschen denken kaum darüber nach, wie sie etwas verändern können. Sie sagen sich, weil wir hier in Teheran so viel Verkehr haben und eine so starke Luftverschmutzung, kann man ja unmöglich Radfahren oder zu Fuß gehen. Aber die Wahrheit ist, wir müssen das tun, eben um etwas zu ändern. Elnas Café ist Treffpunkt einer kleinen, aber eingeschworenen Fahrradfahrergemeinschaft. 2-mal pro Woche bietet sie ihnen einen gratis Reparaturservice und kostenlosen Kaffee. Unter den Radfahrern sind viele Frauen. Radfahren ist ihnen nicht explizit verboten. Allerdings fordern das Hardliner immer wieder, es sei unislamisch. Viele Iraner sehen das anders, erzählen die Frauen. Meistens sind es positive Reaktionen, wenn mich Leute auf der Straße Fahrradfahren sehen. Manche ermutigen mich, vor allem Frauen. Sie klatschen mir aus dem Fenster zu, hupen laut und manche rufen Mashallah, wie toll. Mit den Fahrradfahrern hat sich für Elnas eine Synergie ergeben. Während der Pandemie hat sie begonnen, Sauerteigbrot zu verkaufen. Ein Trend, der auch den Iran erreicht hat. Damit kann ihr Laden auch in Lockdown-Zeiten Geld verdienen. Doch was Elnas nicht gefiel, war der dadurch verursachte Lieferverkehr. Sie fragte ein paar ihrer Fahrradfahrer und fand schnell viele freiwillige Lieferanten. Die Aktion läuft wirklich super. Wir haben vor 2 Monaten mit 4 Fahrradfahrern begonnen und nun ist die Gruppe der Freiwilligen auf 100 angewachsen. Fotograf Shantin ist einer von ihnen. Jede Woche nimmt er sich extra einen Vormittag frei, um dabei sein zu können. Bisher fehlt uns die Infrastruktur zum Radfahren. Durch unsere Aktion können wir hoffentlich die Behörden darauf aufmerksam machen, dass es Menschen wie uns gibt. Vielleicht werden sie dann Fahrradwege in der ganzen Stadt anlegen. Und dann geht's los. Shantin und sein Kumpel Mohammed müssen nach Tadjic, ein Viertel im Norden. Radwege sind hier bisher Mangelware. Er verspricht daran, etwas zu ändern. Piruz Hanoji, seit 2018 Bürgermeister von Teheran. Er gilt als reformorientiert, Rad fährt er dennoch nur mit männlichen Kollegen. Immer dienstags, den hat er seit kurzem zum Car-Free Tuesday ausgerufen. Wir haben jahrelang nur ans Auto gedacht in der Stadt Teheran. Wir haben nur Strecken für Autos gebaut und die Bürger förmlich zum Autofahren eingeladen. Es ist Zeit, umzudenken und den öffentlichen Raum für Fahrrad- und Fußgängerwege zu entwickeln. Sein Ziel: In den kommenden 5 Jahren soll der Anteil der Radfahrer am Teheraner Verkehr 5% betragen. Derzeit liegt er gerade einmal bei 0,9. Shantin ist bei seiner ersten Kundin für heute angekommen. Orvide nutzt den grünen Lieferservice 1-mal pro Woche, erzählt sie. Ich spare mir viel Zeit, die ich sonst im Verkehr verbringen müsste. Außerdem mache ich neue Bekanntschaften, denn ich liebe es, mit den Lieferanten einen Tee zu trinken. Zeit für einen Tee haben Shantin und Mohammed. Ihr Service ist schließlich freiwillig. Die Kunden müssen bisher nichts dafür bezahlen. Ich mache das wirklich gerne, denn ich möchte, dass sich meine Stadt entwickelt, dass mehr Leute Radfahren, aber auch, dass sich andere Unternehmen unserer Bewegung anschließen. Auch Elnas sieht das Ganze als Bewegung. Große Gewinne macht sie nicht. In der Pandemie kämpft sie wie die meisten Gastronomen ums Überleben. Dennoch hält sie an ihrem Projekt fest. Sollte ich irgendwann nicht mehr hier sein, will ich mehr hinterlassen als ein paar Mauern und das Essen. Ich will eine Bewegung in Gang bringen, etwas, an das man sich erinnert,
und dass man mit mir, aber auch ohne mich weiterführen kann. Deshalb will Elnas so viele Menschen wie möglich erreichen. Denn erst dann, sagt sie, habe die Bewegung im Iran eine wirkliche Chance.